Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 14. November 2023. Dominik Freusi und Markus Somm. Ja, der Balthasar Glättli, Präsident der Grünen, ist zurückgetreten. Und er begründet das auch. Dominik, was sind da die wichtigsten Einzelheiten? Ja, er sagt, er sei das Gesicht von der Niederlage von der Grünen. Und die Grünen sollen mit einem neuen Gesicht in Aufschwung können starten. Und man müsse eben oben leuchten, unten werden wir angepinkelt. Und er hätte nie Mühe gehabt mit der unteren Hälfte, aber er könne oben dran nicht mehr strahlen und sei es darum Zeit, den Stab an einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin weiterzugeben. Gut, muss man vielleicht jetzt mal noch würdigen. Oder? Ich glaube, 2020 ist er Präsident geworden. Das war nach dieser absoluten triumphalen, dem triumphalen Erfolg in den Nationalratswahlen von 2019, wo die Grünen unglaublich gewachsen sind und eben alles ausgesehen hat, als würden sie vielleicht sogar die SP einholen. Das war wirklich die neue Partei gewesen. Man hat das Gefühl gehabt, jetzt gibt es, also auch ich, muss ich zugeben, das Parteiensystem auf der linken Seite tut sich jetzt verändern. Seit den letzten Wahlen wissen wir, nein, es ist ganz anders. Es ist eigentlich wieder alles genau gleich geworden. Aber wenn man jetzt den Glättli wirklich noch ein bisschen fair würdigt, würde ich erstens mal sagen, das meine ich jetzt ernst, ohne jede Ironie, ich finde, mit dem hat man wirklich gut können streiten, da muss man sagen. Man konnte mit ihm diskutieren. Er war nicht ein Betonkopf im Diskutieren, da muss man sagen. Er hat zwar Ansichten gehabt, die sehr, kann man als dogmatisch bezeichnen, aber als Typ ist er eigentlich nicht so auftreten und ist jemand noch gewesen, wo man noch durchaus einfach können diskutieren. Man hätte natürlich können von etwas anderem überzeugen, genau. Aber es ist nicht ein, das ist nicht ein eckliger, bornierter Typ gewesen, das muss man auch mal sagen. Auch nicht unbedingt extrem aggressiv, sondern im Gegenteil, wahrscheinlich eben aus meiner Sicht immer als Oppositionsführer zu lieb, auf eine Art zu lieb. Aber, und ich finde das so noch ironisch, wenn er sagt, ich bin das Gesicht von dieser Niederlage, ich gebe zu, er ist auch jemand gewesen, wo man natürlich gut auch im Artikel ein bisschen können, auf den Arm nehmen, weil er hat natürlich auch ein bisschen etwas Bünzliges gehabt, oder? Er ist eigentlich schon ein Inbegriff gewesen von dieser grünen Weltanschauung, die halt aus meiner Sicht doch eine bünzlige, steinzeitliche Weltanschauung ist, die im Prinzip sagt, verzichten, verbieten, überwachen, regulieren, mit Freiheit nicht viel zu tun. Und er hat selber auch ein bisschen so ausgesehen. Ja, und er hat das auch gelebt. Also, ich erinnere mich sehr gut, ich habe mal Fäusi Federal gemacht mit ihm. Es ist das längste Fäusi Federal geworden, von jetzt insgesamt 120 Ausgaben. Ich glaube, fast eine Stunde, obwohl man normalerweise eine halbe Stunde redet. Und das hat vor allem damit zu tun gehabt, der ist nicht mehr zu stoppen gewesen. Der Mann, und er hat auch so Gestik gemacht, er hat auch irgendwie in die Weltgeschichte rumgeschaut und so. Gott sei Dank, das Mikrofon hat er am Revers gehabt und so. Ich glaube schon, was jetzt noch fehlt bei deiner Beschreibung, ist das Missionarische. Ein Prediger, gell? Ja. Ein Prediger. Ein Prediger, ja. Ein leicht verschupfter Prediger. Man hat Jesus von Zürich gesagt, das finde ich nicht ganz fair, aber er hat natürlich schon, er ist ein Missionar gewesen und ein so ein bisschen mehr, wirklich ein Armutsprediger, so ein Kapuziner. Hätte etwas von einem Stündler gehabt, oder? Ja, oder Kapuziner, so ein Speckpater. Ja, das stimmt, Kapuzinerprediger ist auch noch gut. Oder wirklich wirklich aber so aus dem 14. Jahrhundert, weißt du, und er hat auch die Krisen, hat er ähnlich wie 14. Jahrhundert, du erinnerst dich, das war pestisch, es war kalt im Winter, es ist ganz schwierig, Krieg, grosse Krieg in Europa, 100-jähriger Krieg und so weiter. Also, das war eine ganz schwierige Krisenzeit gewesen, und da haben die Prediger wahnsinnig auf Schwung gehabt, oder er ist ja glücklich verheiratet und hat auch Kinder und so weiter, ein Kind, aber es stimmt schon, er hat ein bisschen etwas Mönchisches gehabt, oder? Ein bisschen freudlos auch. Gut gemeint, aber ein bisschen freudlos, und von dem her eben, ich muss ehrlich sagen, er hat das Wesen von der Grünen Partei recht gut verkörpert und deshalb für uns Journalisten auch ein bisschen, gibt es zu, einmal auch ein billiger Witz wert gewesen, oder? Weil man natürlich immer gewusst hat, man kann gerade das Bild abrufen von jemandem, der ein bisschen zu fest irgendwie sagt, jetzt Salat essen und immer wieder Vollkornbrot essen. Und nicht frisches Brot essen, sondern bitte zuerst 3 Tage liegen lassen und dann erst mit einem ganz, ganz
freudlosen Biss reinbeissen. Das war der Walter Sagletti. Aber es zeigt, und jetzt mal ein bisschen abgesehen von M, oder Dominik, muss man schon sagen, ich habe jetzt den Eindruck gehabt, der Entscheid hätte jetzt müssen reifen. Also er ist noch nicht nach den Wahlen, die Nationalratswahlen, 22. Oktober, ist er noch nicht so weit gewesen. Sonst hätte das ja früher noch sagen können. Sondern ich glaube, was ihm jetzt wirklich das Genick gebrochen hat, auch ja, seelenmässig würde ich sagen, ist jetzt der Wahlausgang gewesen vom letzten Wochenende, insbesondere Genf. Das glaube ich schon. Und das ist letztlich ein Schicksal, das die Grünen oder wo er auch zu verantworten hat. Ich meine, sie haben sich auch immer als Juniorpartner der Sozialdemokraten verhalten. Sie haben in Genf, aber auch in anderen oder nie gegen die SP, ich sage jetzt ein bisschen geschossen, einmal ein bisschen Gas geben, mal den Unterschied betont. Und darum ist es ja, ich meine, im bürgerlichen Lager gibt es auch die Verschiebungen zwischen der FDP und der SVP und so ein bisschen so, oder? Aber die Unterschiede sind schon viel grösser. Und sie sind, du erinnerst dich, 94%, hat, glaube ich, die Sonntagszeitung mal ausgerechnet, stimmen sie mit der SP überein. Und sie, im Wahlkampf haben sie nie die SP angegriffen. Und das ist natürlich, dann wirst du nie etwas anderes als Juniorpartner. Es ist auch interessant, wenn man sich fragt, warum. Oder? Meine GLP hat ja meiner Meinung nach eigentlich mal den Versuch gewagt, innerhalb des linken Lager eine eigene Rolle zu spielen. Auch eine eigene Rolle, wo ab und zu die SP wüst redet über sie. Oder? Das ist ganz wichtig, das machen sie ja. Die SP hat das ja gut. Die Sozialdemokraten haben mit ihrer moralistischen Art immer eigentlich eine gute Methode, um die Leute wieder zu disziplinieren. Und das gilt eben auch im linken Lager. Natürlich. Und es ist noch interessant, eben, du hast völlig recht, oder? Die Grünen, die haben sich überhaupt nie emanzipiert. Und da muss ich auch wieder sagen, ist der Balthasar Sagletti eben auch ein bisschen das Gesicht gewesen. Er hat natürlich etwas vom ewigen Student gehabt, wo eben im Prinzip immer von den Erwachsenen bei der SP hören, was er dann muss stimmen oder was er dann muss machen. Oder? Man hat nie das Gefühl gehabt, er ist jetzt da ein Präsident auf Augenhöhe, obwohl er ja älter ist als der Cedric Wermuth. Aber eigentlich hat man immer das Gefühl gehabt, ja, also der Wermuth ist da der Chef und dann kommt noch der Glättli. Gut, er hat sich auch noch so aufgeführt natürlich. Und ich will es jetzt gar nicht unbedingt aufs Äußere beziehen, sondern das Inhaltliche. Oder? Ich meine, sag mir ein Thema, wo der Balthasar Glättli und die Grünen wirklich vorausgegangen sind. Nicht einmal beim Klima. Ich meine, das ist, dort machen wir die Klimafonds-Initiative zusammen mit den Sozialdemokraten. Ich meine, das ist ein taktischer Fehler, dass du auf deinem Home-Turf, bei deinem speziellen Thema, und der Balthasar Glättli hat ja betont, dass ich schon vor 15 Jahren einen Wahlkampf gemacht mit dem Klimawandel. Ja, der USB, den darfst du nicht aus der Hand geben oder absolut irgendwie teilen mit der SP. Absolut. Und das Zweite, was man vielleicht auch noch sagen muss, ist eben, GLP haben wir vorher erwähnt, Birin ist ja genau das Gleiche. Also man hat ja genau das Gefühl, es ist nicht mehr so viel von dem da, was früher noch einmal dazu geführt hat, dass die GLP weggegangen ist von den Grünen. Sie tun sich jetzt auch in vielen Sachen eher wieder an der SP orientieren, gehen eher wie die richtige SP. Das tun wir morgen besprechen. Aber es ist interessant, es zeigt einfach, wo die Schwergewichte sind in dem linken Lager. Und das ist einfach die SP und das ist offensichtlich. Und nach den Ständeratswahlen im Welschland ist völlig klar. Jetzt gut, wer wird da Nachfolger oder Nachfolgerin? Ist keine einfache Position jetzt. Also es ist eigentlich eine blöde Situation. Andererseits, wenn du verloren hast, kannst du eigentlich nur gewinnen, oder? Sagt man so. Das sagt man immer so, aber weißt, ich weiß nicht. Es ist eben, ja, aber es ist jetzt nicht sehr dankbar. Es ist sicher, dankbar ist es nicht. Es ist auch viel Arbeit. Und ich glaube wirklich, also, ich bin halt immer noch Anhänger davon, dass Parteien müssen ein Profil haben. Und die müssen das Profil entwickeln. Was sind sie denn, oder? Was sie, beim Klimawandel und so, dort sind sie einfach noch ein bisschen extremer gewesen als die SP. Noch ein bisschen mehr Verzicht, noch ein bisschen mehr Windrädli, noch ein bisschen mehr Solarpanel und noch ein bisschen mehr Solarpflicht und weiss nicht was, genau ausgerechnet, was das bedeutet, wer das zahlt und so, das haben sie mir Roger Nordmann von der SP überlassen, oder? Das ist einfach absurd. Und was wollen sie denn sonst noch sein, außer dort Verzichtspartei und Steinzeitpartei? Was ist denn grüne Politik? Sie sind aktiv da beim Thema Immobilien, Mieterschutz und so, aber auch dort, ich meine, dort ist Jacqueline Badran einfach zuvorderst. Es ist einfach, es ist noch halb schwierig, wenn du zu 94% übereinstimmst mit einer anderen Partei ein eigenes Profil zu haben. Genau. Aber das ist ja selber gewählt. Gut, ja, genau. Jetzt muss man sagen, du hast es erwähnt, Steinzeitpartei. Was man sicher kann sagen, ist, auch in der Steinzeit müssen die Menschen schlafen. Das sind sie früher natürlich, und eben, das ist ein da, wo die Grünen ab und zu, hat man das Gefühl, vertreten, ist man zurückgegangen in die Höhle, hat sich dort sehr gemütlich eingerichtet, das ist ab und zu ein bisschen feucht gewesen und so weiter. Heute müssen wir das Gott sei Dank nicht mehr, und heute haben wir sogar noch ganz andere Möglichkeiten, sehr gut schlafen. Und deswegen der Hinweis zum Thema. Der Power-Nap wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll.
Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 11 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch. Ja, wenn wir schon bei den Personalien sind, auch eine wichtige Personalie jetzt bekannt worden, was den Bundeskanzler betrifft, Nachfolger vom Bundeskanzler, der jetzige Vizekanzler und, wie soll man dem sagen, Bundesratssprecher, ist glaube ich die heutige offizielle Bezeichnung, was ein Fehler ist, das ist der André Simonazzi. Was ist mit dem? Er kandidiert nicht als Bundeskanzler. Das ist heute bekannt worden und das ganze Medienzentrum schnauft auf. Wobei, wir wären ja auch dann los gewesen, oder? Hätte dann weniger uns können, schon wieder kasteien, uns können plagen an den Medienkonferenzen, wenn er Kanzler geworden wäre. Aber letztlich hat er eine Kultur, die Kultur, die er an uns ausgelebt hat und leider noch weiter wird ausleben, wie hat er dann in die ganze Bundeskanzlei übertragen? Und sagen wir, zum Wohl vom Land wäre es nicht gewesen. Darum tun wir ihn weiter aushalten. Aber er wäre ja eigentlich der Kandidat gewesen von der SP, genau. Oder? Obwohl er, glaube ich, jetzt Wert darauf legt, dass er nicht mehr Mitglied ist von der SP, soviel ich weiss. Aber er wäre der Kandidat gewesen. Jetzt ist zu erwarten, dass der SP überhaupt einen Kandidat bringt, weil letztlich, ja, also es läuft daraus aus, dass die Mitte wird den wahrscheinlich wieder besetzen, außer die SVP macht genug Stimmen, was sie zurzeit nicht glauben. Ja, es ist interessant und es nimmt mich Wunder. Ich meine, die SP könnte durchaus den Anspruch auch erheben. Sie haben schon lange keine mehr gehabt. Sie wären eigentlich schon zweimal dran gewesen. Und beide Mal ist dann jemand von der Mitte gewählt worden. Bei der Mitte selber sehe ich im Moment keine Kandidatur. Was sonst noch an Kandidaturen eingereicht wurde, ist der jetzige Vizekanzler Victor Rossi von den Grünen-Liberalen. Dort hast du einfach das Problem, ein Bundeskanzler von einer Partei, die nicht im Bundesrat ist. Das glaube ich nicht, dass das gescheit ist. Ich glaube einfach, das ist rein staatspolitisch nicht gut. Nichts gegen den Herrn Rossi. Und dann die SVP probiert sich, glaube ich, zum fünften Mal. Sie tritt an mit der Nathalie Gouma, das ist die jetzige Generalsekretärin vom Bundesrat Guy Parmelin, und dem Gabriel Lüchinger. Er ist Diplomat im EDA und früher Generalsekretär von der Partei, früher auch beim Guy Parmelin im Vorzimmer, glaube ich, als persönlicher Mitarbeiter, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das sind zwei sehr gute Kandidaturen, auch eine Auswahlsendung für die Bundesversammlung. Dann ist auch noch eine Frau drauf. Du kannst bei keiner von beiden. Aber warum sollten jetzt eigentlich die anderen Parteien finden, dass die SVP jetzt mal den Sitz überkommt? Gibt es da Gründe, gibt es da Überlegungen? Wenn mit der SVP redest, sind es eigentlich zwei. Erstens, wir haben noch gar nie einen Bundeskanzler gehabt. Und natürlich dann, das wird aber nicht immer gesagt, wir haben fast 30% und nur zwei Bundesratssitze. Und die anderen Parteien, wie reagieren die auf das? Verhalten. Also on the record habe ich echt noch nie etwas gehört oder gelesen, auch bei anderen Medien. Wenn man sie so off the record redet, dann hört man immer, ja, also eigentlich ist es schon so, aber man sucht, glaube ich, noch nach Gründen, um dann gleich nicht eine SVP-Kandidatur zu haben. Aber was nicht der Fall ist, oder, das wäre noch interessant, einen freisinnigen Kandidat gibt es nicht, wo darauf hindeuten, dass jetzt der Freisinn sich schon mit dem abfindet, dass man eigentlich dann noch einen Bundesratssitz verlieren würde. Das wäre ja aus meiner Sicht jetzt sehr dumm, wenn die FDP da einen Kandidat bringt. Genau, weil dann würde man sagen, okay, ihr könnt den haben, aber dafür machen wir den Balthasar Glättli zum Bundesrat. Genau, oder? Und das Gleiche ist bei der Mitte natürlich. Die Mitte will natürlich jetzt im Prinzip eher den Anspruch auf den zweiten Bundesratssitz aufrechterhalten und sich nicht mehr abspeisen lassen mit einem Bundeskanzler. Von dem her muss man sagen, könnte gut sein, dass der SVP wirklich einen Bundeskanzler überkommt. Weil das ist jetzt die Partei, wo man weiss, ja, sie hat eigentlich fast zu wenig Bundesräte. Hast du recht, oder? Für das, was sie an Wähleranteil hat. Und eben, sie sind noch nie dran gewesen. Was auch noch interessant ist, ich finde vor allem die Kandidatur von der Generalsekretärin von Guy Parmelin deutet ein bisschen darauf ein, auf das, was wir ja schon lange erzählen, dass der Guy Parmelin nicht mehr allzu lange bleibt, dass sie nämlich einen neuen Job sucht. Weil das ist eine sehr enge Vertraute von Guy Parmelin, oder? Wo er, wie ich weiss, die SVP hätte gerne eigentlich dort einen anderen Generalsekretär gehabt, der ein bisschen energischer die SVP-Politik durchsetzen würde. Vielleicht eben der Baltisser, der auch im Generalsekretariat arbeitet und man nicht genau weiss, wie dort der Titel aussieht. Aber das ist eigentlich ein Hinweis, dass der Guy Parmelin nicht mehr so lange bleibt. Was meinst du? Ich finde das ein bisschen
vielleicht ein bisschen zu viel interpretiert. Also, es ist möglich, aber es ist, ich glaube schon, also Nathalie Gumma tut sich einfach sonst auch aufdrängen, weil sie extrem viel Erfahrung hat. Also, sie ist eigentlich ein Oggi-Girl, wie man sagt. Also, der Adolf Oggi hat sie in die Bundesverwaltung und auch in die SVP geholt. Sie hat aber auch für Amt, sie hat auch für Doris Leuthard geschafft und so weiter. Das ist, von gut, dem her, ist eigentlich ein klarer Fall. He? Also, die wird doch gewählt. Und es ist gut, eine Frau. Es ist wirklich das ist gut möglich. Gut, also. Oder höchstens die SP würde wirklich noch jemanden aus dem Ärmel zaubern, wo wirklich wählbar ist, breit verankert und so weiter. Ja, aber auch dort habe ich das Gefühl, die SP würde lieber, dass sie den richtigen Bundesrat bekommen. Das ist eine wichtige, ja. Also dein Ausschlussverfahren, muss ich sagen, das hat einiges für sich und deutet schon darauf hin, dass es könnte klappen. Und von diesen beiden muss man schon sagen, rein so was Partei angeht, sind beide sind SVP, oder? Und letztlich ist ein bisschen immer die Frage, wie viel hat eine Partei von einem Bundeskanzler? Da bin ich einfach nicht immer ganz sicher, ob das wahnsinnig viel ist. Beim Walter Thunherr schon. Walter Thunherr hat also die Bundeskanzlei eben aber seiner fast Vorgängerin, zum Departement gemacht. Oder, ja, aber bei seiner Vorgängerin Corinna Casanova hat Mitte, also damals noch CVP, ja, nichts davon gehabt. Aber ich meine, Annemarie Huber-Hotz, auch Vorgängerin FDP, schon wieder, die hat also viel gemacht mit dieser Bundeskanzlei, vor allem auch viele neue Stellen geschaffen. Exakt. Also man kann schon etwas machen, wenn man will. Aber gut, mal schauen, ob das die Leute zulassen würden, wenn sie eine SVP-Bundeskanzlerin wäre. Gut, wir müssen sprechen kommen auf einen brillanten Artikel von der Margit Osterloh und der Katja Rosch, zwei Professorinnen an der Universität Zürich. Dominik, um was geht's? Ja, es ist ein Meinungsbeitrag in der NZZ. Der Titel «Gleichstellung hängt stark von partnerschaftlichen Entscheidungen in der Beziehung ab». Eigentlich ein No-Brainer, wie du würdest sagen. Eigentlich ist es ganz klar, dass die zwei, die da zusammenfinden und nachher zusammen durchs Leben gehen, dass es ganz entscheidend ist, wie die miteinander sich einrichten, abmachen, bei welchen Themen sie Sachen aufteilen, wo sie Hilfe holen, was für Hilfe sie holen, wie flexibel die ist und so weiter. Also es ist, ich tue jetzt ein bisschen sehr verkürzen. Die Aussage ist einfach, dünnt zusammen reden und dünn miteinander abmachen, wie ihr das machen wollt, pragmatisch irgendwie Lösungen finden, absolut, wenn das Problem auftaucht. Aber der Sprengstoff, der drin ist und den ich jetzt schon gesehen habe, dass gewisse Leute aufschreien, ist natürlich, dass sie das sagen, was auch empirisch auf der Hand liegt schon lange, dass Frauen eher sagen, ja, ich würde gerne mehr Zeit verbringen mit meinen Kindern, als dass die Männer das eben sagen. Und dann kommt es immer automatisch so, dass der Mann ein bisschen mehr schafft als die Frau. Und ich kenne, also du wahrscheinlich auch nicht, ich kenne praktisch niemanden in meinem ganzen Bekanntenkreis. Und ich habe mich ja von links nach rechts bewegt, also auch in dem linken Milieu. Es ist praktisch überall so, dass immer, also in unserer Generation, in der jüngeren Generation sieht es vielleicht anders aus, aber in unserer Generation ist völlig klar gewesen, Frauen arbeiten 60% und Männer 80% oder 100%. Das war praktisch überall so gewesen. Ganz gleich, welche politischen Ansichten man gehabt hat. Ganz gleich, wie man über eine Rollenteilung sonst offiziell geredet hat. Praktisch überall war es so gewesen. Und es hat einfach eben, es hat mit Präferenzen zu tun. Und bei den Frauen ist Präferenz ein bisschen anders, wenn Kinder da sind, als bei den Männern. Das heisst nicht, dass uns völlig egal ist, die Kinder. Aber wenn wir vor der Frage sind, eben, willst du noch ein bisschen mehr arbeiten oder willst du noch ein bisschen mehr Kinder betreuen, die Männer anders entscheiden als die Frauen. Und das ist eigentlich in dem Artikel. Und er ist brillant formuliert und ist in dem Sinne mutig, ja, weil es hat ja einen wahnsinnigen Shitstorm gegeben, wo sie das schon vorher ein anderes Mal gesagt haben. Aber das Mal können sie können noch die Claudia Goldin anziehen. Die hat immerhin den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften noch überkommen. Und die neuesten Forschungsergebnisse von ihr zeigen eben, dass Diskriminierung von der Frauen eigentlich nicht am Arbeitsplatz stattfindet. Sondern wenn es die noch gibt, dann ist es die Heime, weil sie zu wenig mit ihrem Mann oder ihrer Frau redet. Genau. Und Sachen abmachen, also, wie dass man miteinander durchs Leben geht. Reden miteinander. Darum prüfen, wer sich ewig bindet. Das ist auch noch wichtig. Sicher katholisch. Ja, das hat katholisch viele gut gewusst. Nein, das ist eindeutig, das ist sicher, das tönt katholisch, ist ja klar. Nein, jetzt gehen wir zum Prinz Charles. Prinz Charles ist kein katholisch. Kein Katholik, sondern sogar das Oberhaupt von der anglikanischen Kirche. Der wird 75. Der König Charles, der dritte, muss man sagen. Der erste ist geköpft worden, der zweite war sonst ein Versager gewesen, aber genau. Der dritte ist ein fantastischer König. Oder was muss man da sagen?
Ja, ich meine, er ist immer noch, ich weiß nicht, wie du das siehst, er ist immer noch so ein bisschen ein Ritter der traurigen Gestalt, habe ich manchmal das Gefühl, er geht durchs Leben, er schüttelt Hände, das ist die Hauptaufgabe, er tut irgendwelche Monumente tut er, enthüllen, da ist er wirklich Weltmeister, also nach seinem Vater, der malheureusement Parti Trotto, aber am Schluss, irgendwie macht er wieder etwas Grünes, er erzählt auch etwas Grünes, auch sein Sohn hat er ziemlich grün infiziert, kürzlich hat er gesagt, man müsse noch mehr, die Monarchie müsse progressiv sein. Und da muss ich sagen, das ist ja, wenn er da weitermacht, dann bin ich nicht sicher, ob es Charles der 5., 6. und 7. noch geben wird, weil das ist der Tod. Die Monarchie ist am Schluss, er muss auf etwas Konservatives setzen, sonst verschwindet sie. Das stimmt, aber gleichzeitig muss sie immer ein bisschen, das ist ja auch so. Ich meine, die Könige hätten ja nicht überlebt, gerade die englischen Könige hätten nie überlebt, wenn sie eben nicht auch opportunistisch gewesen wären. Also sie haben sich natürlich schon immer auch im Zeitgeist ein bisschen ergeben. Oder? Das ist typisch. Es ist ein bisschen ähnlich mit dem Adel, oder überhaupt grundsätzlich mit der Oberschicht. Das ist das Wunder an der Oberschicht. Oder ist das Wunder des Obenbleibens. Es ist grundsätzlich so, wie du sagst, es ist ja eigentlich eine konservative Position, wenn man oben bleiben will. Ist ja klar. Also man ist für den Status quo, offensichtlich. Und man verteidigt den über hunderte von Jahren. Und das geht aber, und das finde ich das Lustige, geht eben nur, wenn du eben im Zeitgeist immer wieder ein paar Opfer bringst. Also dem bin ich jetzt nicht so sicher, dass sie das so völlig falsch machen. Und sie gehen ja eben dann eben gleich nie so weit, wie es dann könnte gehen, dass dann die Abschaffung von der Monarchie wirklich dann praktisch von ihnen selber wird vollzogen werden. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und immerhin, jetzt hat er ja müssen, der Rishi Sunak hat ja ziemlich eine Wende eingeleitet in der Klimapolitik in England und da hat ja müssen der Prinz Charles das im Parlament verlesen. Also, wo eben nicht eine grüne Wende war, oder da hat müssen verlesen. Ich bin ehrlich, ganz ehrlich, bin ich noch positiv überrascht. Ich habe es schlimmer erwartet. Ich habe gemeint, der Prinz Charles, ähnlich wie der Papst Franziskus, wo praktisch wie ein Politiker nur noch sich äußert und nicht mehr wie das Oberhaupt von der katholischen Kirche. Ich habe wirklich befürchtet, dass der Prinz Charles auch ein bisschen so wird, oder? Und das ist eigentlich nicht der Fall. Nein, er hat ziemlich gut begriffen von seiner Mutter natürlich, dass es eine andere Rolle ist, wenn man dann König ist, dass man sich viel mehr muss zurückhalten und so und höchstens noch ein bisschen symbolische Sachen macht. Es ist einfach, ich meine, du kannst überhaupt die englische Monarchie schon insofern ein bisschen komisch, weil sie ja wirklich, also England ist an sich eine Republik mit einem König. Das ist nicht, man kann nee, nicht mal, da würde ich so du nicht kannst sagen. Die ganze englische Geschichte kannst du eigentlich als von der Magna Carta 1215 bis heute kannst du als langsamen Kampf vom, natürlich wesentlich vom Adel und von den Commons, wo die Macht langsam, aber sicher an sich greift, grosse Glorious Revolution 1688, grosse Schritte, aber auch seither, schrittweise hat man das ausgehöhlt. Der König ist eigentlich wirklich nur noch Staffage, oder? Und er hat, und das ist seine Rolle, und das ist noch, er spielt die nicht schlecht, aber das mit dem Zeitgeist, wenn nur noch eine Rolle spielst, ist der Zeitgeist viel gefährlicher, als wenn du tatsächlich gemacht hast. Ja, aber es ist gleich eine Adelsrepublik, oder? Es ist, oder sagen wir, es ist auch eine sehr ständische Gesellschaft, oder? Zum Beispiel, ja, gesellschaftlich schon, aber das ist institutionell. Also, aber du merkst einfach, die Aristokratie ist ja eigentlich, meiner Meinung nach, die stärkste Schicht. Und ich meine, die ganze Entwicklung, wo du recht hast, wo immer mehr einem republikanischen Vorbild eigentlich nachgeifert ist vor allem vom Adel vorwärts getrieben worden, also im Mittelalter ganz stark und dann auch später. Auch das Commonwealth ist ja eigentlich eben eine riesen Ausnahme gewesen, das war dann richtig republikanisch gewesen und Puritaner sind weiss Gott nicht Adel gewesen, oder? Die haben weiss Gott nichts mit zu tun gehabt mit der Aristokratie. Aber dann ist ja die Aristokratie wieder zurückgekommen. Sie kommt immer wieder zurück und das ist nämlich heute auch wieder passiert, gestern, oder? Jetzt sind die wichtigen Schlüsselministerien im Kabinett vom Rishi Sunak und der Rishi Sunak gehört auch dazu. Die sind alle an den führenden Public Schools, also das sind Privatschulen, sie heissen zwar Public, aber es sind eben Privatschulen in England, die sind alle an diesen Schulen gewesen. Also es ist ein ganz ständiges Kabinett, ist, oder? Es ist eine Klassengesellschaft und das hat ein bisschen mit dem aristokratischen Charakter zu tun, in dem Sinn ganz eine andere republikanische Auffassung oder Tradition als zum Beispiel in der Schweiz, wo natürlich eher plebejisch ist. Oder? Genau, wir sind Bauern. Wir sind Bauern oder Bürger, also das heisst Handwerker oder Metzger oder Maler oder weiss nicht was. Gut. Jetzt wenn wir noch etwas ankündigen. Morgen, ganz, ganz wichtig. Bern einfach spezial mit den letzten, wichtigsten Ständeratskandidaten für den Kanton Zürich, Gregor Rutz und Diana Angelina Moser.
Rutz natürlich von der SVP und Moser von der GLP, die tun sich auf Bern einfach zum letzten Mal, glaube ich, öffentlich auch duellieren. Wir tun natürlich in absoluten bewährter Gewohnheit sehr, sehr ausgewogen und fair die zwei behandeln. Nein, ich meine es ernst, wir versprechen das. Wir sind ja ab und zu auch durchaus mit einer Meinung ausgestattet und das wird man dann schon merken, aber wir werden das fair machen. Hört rein, es ist sicher ein interessantes Duell, sehr wichtig auch für den Wahlentscheid. In dem Sinn bis morgen, Bern einfach spezial. Und dann auch noch ganz wichtig, und das ist jetzt wirklich, müsst ihr euch richtig gut merken, wir machen ja seit längerem, und nicht länger, aber seit ein paar Wochen oder so machen wir Spezialaktion, glaube zwei Wochen, seit wir unsere neue Webseite können präsentieren. Die Aktion läuft jetzt aus. Morgen ist das letzte Mal, dass ihr könnt mit dem Code, dem berühmten Code, könnt ein Abonnement bekommen. Was müssen Sie genau machen, Dominik? Einfach das Abo lösen und beim Rausgehen Atom, Atom, Atom. Siehst, das können wir wirklich gut. Wir können das gut aussprechen. Das ist etwas, was uns nicht überfordert. Nein, ganz wichtig, wir sagen es dem morgen auch wieder. Es ist noch bis am Donnerstagmorgen gilt die Aktion und nachher ist fertig. Also nutzt das. Und das war es von Bern einfach an dem 14. November 2023. Und ich freue mich, Markus Somm. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, Spotify, Apple Podcast und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen, tönt euren Freunden von uns erzählen und tönt vor allem uns ganz hoch bewerten, das würde uns freuen. Wir hören uns wieder, wie gesagt, morgen Bern einfach spezial mit dem Gregor Rutz und der Diana Moser. Würde uns freuen, wenn ihr reinhören würdet. Bis dann, eine gute Zeit. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.